Freunde, ihr habt mich fast ins Messer laufen lassen mit meiner eigenen Hochzeit. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute reden wir über Marken, die meiner Meinung nach so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Und das werden wir heute ändern. Nachdem ihr mich fast ins Messer laufen lassen habt mit meiner Foundation, dass ich meine Hochzeitsfoundation nicht mehr zur Hochzeit habe, kann ich uns alle beruhigen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle ein wunderschönes Wochenende gehabt. Heute, wie gesagt, haben wir Produkte, die so ein bisschen, die sind nicht mehr so in unserem Kopf. In meinem Kopf waren sie zumindest so nicht mehr. Und das werden wir heute ändern. Bevor wir loslegen, ihr erinnert euch sicherlich an das Video zu ich habe meine Hochzeitsfoundation gefunden. Und ihr habt es wirklich geschafft, dass nicht mal ich es geschafft habe, mir ein Backup bis zu meiner Hochzeit zu kaufen. Jetzt ist sie wieder da. Die Mesauda Dew Shield Foundation ist wieder vorrätig bei Purish und deswegen mache ich dieses Video auch. Es sind gerade diese Black Deals und damit könnt ihr extrem viel sparen. Nicht nur, dass es mit meinem Code MAXIM10 10% on top auf die Black Deals gibt. Es gibt auch eh schon wirklich bis zu 70% rabattierte Produkte bei Purish. Purish hat meiner Meinung nach eine der krassesten Black Weeks und ich zeige euch mal ein paar Produkte, die es mir sehr angetan haben. Ich habe auch gerade schon so ein bisschen was im Gesicht, weil ich schon angefangen habe zu drehen und das Mikrofon nicht aufgenommen hat. Ich habe meine Base ausgeglichen. Und zwar habe ich, und das habe ich mir schon vor einer Weile gewünscht, das Colorbook von Made by Mitchell. Es gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Einmal in diesen Skin Shades und einmal in Bunt. Und ich wollte das hier haben und das war ewig lang ausverkauft und jetzt ist es wieder da. Und ich habe das vor 2 Wochen, glaube ich, schon hierher bekommen und wollte aber warten bis zu diesen Black Deals. Denn das Ding löst im Prinzip alle Probleme, die man mit seiner Haut hat. Ich hab's mir ganz, ganz anders vorgestellt, was es ist, aber das ist krass. Ich habe ja jetzt schon so ein bisschen was im Gesicht. Es sieht so aus, als hätte ich vielleicht schon ein bisschen Bronzer drauf, vielleicht ein bisschen Concealer. Das ist pures Pigment in Cremeform und du kannst damit im Prinzip alles machen, was du mit diesen Farben oder Farben, die du daraus mischen kannst, willst. Ich habe das ganz gerne benutzt jetzt, um so ein bisschen Underpainting zu machen, um die Haut einfach schon ein bisschen auszugleichen. In dem Set ist nämlich so ein kleiner Spatel mit drin und du brauchst nur die kleinste Menge, die du dir vorstellen kannst. Ich blende euch hier mal ein, was ich gemacht habe. Ich habe dabei geredet, halt aber ohne Ton, deswegen wundert euch nicht. Du hast hier 2, 4, 6, 8, 10, 12 Farben drin, von schwarz bis wirklich weiß, über die Skin Shades hinüber. Und du kannst dir daraus alles zusammenmischen. Sei es ein Color Corrector für deine untere Augenpartie durch einen roteren und einen etwas weißlicheren Ton. Einen Bronzer-Ton durch etwas wärmere Farben und etwas kühlere Farben. Oder deine perfekte Concealer Shade, was ja so ein bisschen das Problem bei mir war. Du hast diesen Spatel mit drin und man denkt sich, okay, das ist sehr, sehr pastig. Was ich damit ganz gerne mache, ist, ich mische entweder einen Tropfen Öl mit rein oder beispielsweise hier diesen Nabla Angel Aura Primer. Deine Hand sieht danach aus wie eine Mischplatte, aber du brauchst nur die kleinste Menge. Das ist unglaublich und du kannst es dann auf deine Haut geben. Das trocknet runter, das trocknet matt runter, deswegen empfehle ich euch da so ein bisschen Öl, es sei denn, ihr habt eine sehr, sehr ölige Haut. Und deine Base ist krass. Was ich damit gemacht habe und wofür dieses Produkt halt so perfekt ist, ist Underpainting. Das heißt, du benutzt, bevor du deine Foundation benutzt, etwas sehr, sehr Deckendes und kannst schon mal so ein bisschen die Base ausgleichen, sodass du dann weniger Foundation brauchst. Und hiermit auch nur punktuell, wenn du hier mal so eine Unebenheit hast, vielleicht eine Pigmentstörung, vielleicht einen Altersfleck, vielleicht einfach einen Pickel mal, kannst du damit rübergehen. Und das deckt ab. Also ich habe noch nie etwas gesehen, was so, das ist halt pures Pigment auf einer ganz, ganz dünnen Basis zusammengepackt. Und das habe ich so noch nicht gesehen. Ich habe es mir anders vorgestellt, aber es ist krass. Und das ist ein absoluter Gamechanger. Ich habe mir auch Videos angeschaut, dass viele Leute damit ihren Lidschatten gemacht haben, weil der halt runter matt trocknet und dann kriegst du ihn nicht ab. Du kriegst den erst ab, wenn du ein Oil Cleansing machst. Also es ist bombenfest. Und das könnte, Tatsache, ist das immer so ein bisschen schwierig, dass ich das immer wiederhole, aber das könnte für die Hochzeit ganz spannend sein, weil ich weiß, dass es sehr emotionaler Tag werden wird und ich weiß, dass dieses Ding es aushält, wenn bei uns am Meer, weiß ich nicht, vielleicht mich doch mal eine Welle küsst oder ich das Meer küsse.
Ich nutze das und gebe mir einfach mit verschiedenen Farben schon mal so ein paar kleine Highlights hin. Das kann auch ein bisschen großflächiger sein, weil du natürlich super viel Pigment hast. Und eigentlich, wenn du es richtig machst, brauchst du danach keine Base mehr, weil die Haut so ausgeglichen ist. Das Ding, du wirst es niemals leer kriegen. Wir werden da auch gleich noch so ein bisschen was auf den Augen vielleicht zaubern, weil ich da ganz spannende Sachen mitgesehen habe. Aber dieses Ding ist ein Traum. Ich war eben ein bisschen euphorischer, als ich es euch vorgestellt habe, aber der Ton war dann leider weg. Was ich jetzt benutze, ist selbstverständlich das Dew Shield. Ich weiß nicht, was mir Sauda da gemacht hat, aber diese Foundation ist meiner Meinung nach das Beste, was mir Sauda machen konnte. So ein schönes Finish und ich trage sie im Moment eigentlich fast jeden Tag. Ich war jetzt ein bisschen sparsamer, bis ich die Nachricht bekommen habe, dass es sie wieder gibt, weil sie einfach ausverkauft war. Ihr habt das wirklich geschafft, innerhalb von ein paar Sekunden dieses Ding bei Pure Schlair zu kaufen. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich verlinke es euch nochmal. Ich finde, dass Skin Tint dem Produkt nicht so gerecht wird. Also es hat schon eine sehr, sehr hohe Deckkraft, aber das siehst du nicht. Also es sieht wirklich aus, als hättest du einfach nur so eine Tagespflege im Gesicht und die Haut ist perfektioniert. Sie ist recht glowy, sie lässt sich aber, und das finde ich das Schöne daran, gut runterglowen. Runterglowen, maxim abmattieren heißt das. Ihr könnt damit einfach mit einem Puder arbeiten. Es verträgt sich wirklich mit jedem Puder, was ich gekannt habe. Und jetzt wird spannend, die Farbrange von dieser Mesauda Foundation ist, sagen wir mal, nicht die beste. Aber es ist so ein Skin Tint und es passt sich an. Ich benutze Tatsache die 102 und die 103 manchmal, je nachdem, ob ich selbst Bronzer benutzt habe. Und du kannst dann hiermit das Ganze so ein bisschen abdunkeln. Ich würde dann natürlich nicht in Schwarz gehen, aber ich habe hier so ein bisschen Farbe drauf und nehme mir dann einfach etwas hiervon. Das reicht für dich und deine ganze Familie. Pass mir das an. Ich würde das Ganze noch ein bisschen langanhaltender und es passt farblich noch besser zu mir und meiner Hautfarbe und du erhöhst die Deckkraft auch dadurch. Wenn du ein Problem hast, vielleicht mit Pigmentstörungen oder mit Pickelchen mal, die sehr, sehr schwierig abzudecken sind, das, ne? Ich weiß, wie es ist. Ich kenne das auch ab und zu. Ich habe hier vor allen Dingen am Hals immer so ein paar Pickelchen, die einfach schwierig abzudecken sind, weil sie sind sehr groß, sie sind sehr rot und so eine Foundation, die reicht nicht. Du müsstest mit Color Correction arbeiten und dann, oh nein, ich weiß, was es ist. Das ist wie so eine Camouflage-Creme. Und das Ding ist, es hält. Ich war ja jetzt vorgestern in Paris und hatte hier einen so eingewachsenes Barthaar. Und ich habe es morgens abgedeckt, bevor ich zum Flughafen gegangen bin. Und abends war es immer noch drauf. Und ich habe mich erschrocken, als ich mich abgeschminkt habe und das Ding dann wieder gesehen habe. Weil es ist halt wasserfest, ne? Also du kriegst es nicht ab. Amazing. Und jetzt seht ihr, wie ausgeglichen diese Base ist. Im Prinzip bräuchte ich jetzt eigentlich noch nicht mal mehr Concealer. Du kannst diese Palette auch als Concealer benutzen. Ich würde sie, wie gesagt, immer mit ein bisschen Öl zusammenmischen. Oder nee, doch, ich finde, hiermit klappt schon am besten dem Angel Aura Primer. Und dann kannst du hier einfach punktuell so ein bisschen den Schatten aufhellen. Es trocknet matt runter, ne? Und dann brauchst du nicht mal Puder. Absolut phänomenal. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Der war ja vor einiger Zeit recht beliebt, ne? So 2018, so zur Zeit von Jeffree Star und so. Aber er hat es geschafft, sich von ihm zu lösen, dass man nicht nur ihn mit Jeffree Star sieht, sondern ihn in Kombination mit seiner Brand. Und die Farbe ist nicht meine Farbe, ne? Dieses Neon ist nicht meins. Und ist mein Schal eigentlich aufgegangen. Ist nicht meins. Ich mag es eher ein bisschen cleaner. So, ich bin so bei Dominique Cosmetics, ne? So ein bisschen langweilig. Aber die Produkte sind halt krass. Wir mischen uns jetzt nochmal so ein bisschen Bronzer zusammen. Ich nehme den sehr warmen Ton hier. Boom. Und wir nehmen den Pinsel. Die habe ich noch nie probiert. Den MF4. Ich arbeite wirklich viel in meiner Hand und kann dann nochmal so ein bisschen rübergehen. Ich war so ein bisschen skeptisch. Jetzt, wo ich die aber getestet habe, brauche ich eigentlich auch noch die bunte, weil du damit natürlich nochmal viel, viel mehr machen kannst. Du kannst dein komplettes Make-up mit dieser Palette machen. Du kannst damit sogar deine Augenbrauen machen, wenn du so ein bisschen auf diese ABH-Brows stehst. Also sehr pigmentierter Augenbrauen. Du brauchst nur eine dünne Schicht. Das ist sehr, sehr pigmentiert. I love it. Du musst es, also, ne, ich muss auch noch ein bisschen damit üben, weil es einfach eine komplett neue Textur auch für mich ist. Aber man kann damit wirklich ganz, ganz tolle Effekte zaubern. Und die wollte ich euch gerne mal mit zeigen, weil ich mich sehr darüber gefreut habe, dass sie endlich wieder da ist. Ich glaube, die war jetzt fast ein halbes Jahr oder so ausverkauft.
Schaut euch diese Base an. Das ist unglaublich. Ich habe was vergessen für die Lippen. Und zwar das hier. Das ist auch neu. Ich habe das neulich bei einem italienischen Influencer gesehen. Das ist eine Lippenmaske mit einem Smoothing, also einem weichzeichnenden und einem Plumping-Effekt. Da war ich ein bisschen skeptisch, weil ich dieses Plumping gar nicht so gerne mag. Aber das hast du nicht gemerkt. Das riecht wie Carmex. Aber die Lippen sind sehr gepflegt. Auch das habe ich schon ein paar Mal benutzt. Du merkst so einen leichten Plumping-Effekt, aber der ist so subtil. Der ist ganz subtil und das, vielleicht war es aber auch nur Einbildung, ne, weiß ich nicht. Ist auch eine Bildung. Ich hatte das Gefühl, dass sie nicht so die obere Lippenschicht aufplammt, sondern von weiter unten. Ist aber nur mein Eindruck gewesen. Will ich jetzt gar nicht so viel drüber sprechen. Nabla, großartige Marke. Also wer Nabla noch nicht kennt, der hat was verpasst. Wir haben nämlich noch das hier. Da kommen wir gleich zu. Vorher wollte ich aber einen Blush benutzen. Der ist jetzt auch von Made by Mitchell. Und zwar sieht der so aus. Das ist wieder so eine Farbe, die ich ganz spannend finde. Wenn du so ein bisschen zwischen Blush und Bronzer stehst. Some Shade heißt die Farbe. Es ist zwar ein bisschen Schimmer mit drin. Sehr pigmentiert. Oh wow, das würde in die Hose gehen. Hat ein bisschen Schimmer mit drin. Ich arbeite mir das in die Hand und tupfe dann nur ganz leicht hier so rüber. Yes. Das ist es. Das ist genau das, was ich so gerne mag. So ein Übergang zwischen Blush und Bronzer. Und dann kannst du, wenn du möchtest, immer noch mit einem pinkeren Blush, haben wir auch noch hier, arbeiten. Also, was mich, bin ich ehrlich, ich mag die Verpackung nicht. Auch wenn hier ein M drauf ist, das ist mir zu groß für unterwegs. Ich würde das fast sogar depotten und in so eine Z-Palette packen oder so eine Z-Palette. In so eine Magnetpalette, wisst ihr, was ich meine? Aber auch nur, weil ich halt hier keinen Platz habe, um Random Packaging zu benutzen. Texturen von ihm sind sehr, sehr gut und er ist in UK extrem beliebt. Was mich so ein bisschen überrascht hat, war das Packaging und der Aufwand, den er in dieses Packaging gepackt hat. Nicht nur, dass das natürlich eine sehr, sehr teure Form ist, die du machen musst, sondern auch die Verpackung, wie du es dann bekommst. Ne? Das ist das Produkt. Wow. Okay. Ein ganz kleines bisschen. Auch erst in die Hand und dann arbeite ich mir das hier vorne so ein bisschen rein und habe gleich einen richtig krassen Base-Look. Ich bin schockiert. Ich finde, dass Made by Mitchell auch bei mir so ein bisschen, ehrlich gesagt, immer unterm Radar geflogen ist, weil ich die Marke einfach nie so als, soll nicht gemein klingen, ne? Ich habe die Marke nie als eigenständige Marke gesehen, sondern immer nur so ein bisschen wie Merchandising und nicht als Make-up-Brand. Er hat es geschafft, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Ich fixiere das Ganze einmal kurz ein bisschen unter meinen Augen und habe einen sehr, sehr schönen Look, wenn ihr wüsstet, wie mein Tisch hier gerade aussieht. Also, zusammengefasst, die Mesauda Foundation ist wieder da, wenn ihr sie haben wolltet. Jetzt ist eure Chance. 10% gilt damit drauf. Das Ding, würde ich sagen, ist ein Produkt, da musst du ein bisschen für üben, aber wenn du weißt, wie es funktioniert, kannst du es zu deinem Vorteil nutzen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe es auch schon so ein bisschen als Lidschatten probiert. Da habe ich mir mit dem weißen und diesem etwas dunkleren Braunton so ein Contour-Shade fürs Augenlid gezaubert, um einfach so ein bisschen Schatten ins Auge zu kriegen. Ich wollte vorher aber das hier benutzen. Ich weiß nicht, Nabla ist auch so ein bisschen vom Radar geflogen, außer die Blushes, über die redet ja jeder. Aber ich finde, dass eines der besten Produkte von Nabla diese Liner sind, weil die von der Farbe und von der Formulierung her ganz, ganz krass sind. Arrow Brown, habe ich glaube ich sogar hier irgendwo rumliegen, ist das pigmentierteste Produkt, was es gibt. Das ist ein sehr, sehr cremiger Stift und der kommt auch sehr cremig erst raus. Aber dann wird es krass. Ich setze mir das einfach als Lidschattengrundlage. Dann hast du einen Moment, aber nicht viel Zeit. Blend das aus. Das wirkt dann wie so ein Lidschattenprimer, der das Auge so ein bisschen umschließt. Es muss nicht ordentlich sein. Das ist ja das, was ich im Moment so gerne mache, ne? Diese sehr, sehr einfachen Looks. Aber die müssen halt halten. Und jetzt habe ich hier entweder etwas, was ich einfach so benutzen würde, vielleicht ein transparentes Puder oder einen Bronzer rüber zum Fixieren. Oder du mischst dir halt hier raus Farben. Ich gehe jetzt nochmal mit einem kleinen Pinsel hier in diesen Ton und kann mir damit wie so einen kleinen Eyeliner ziehen. Direkt einfach nur an den Wimpernkranz, um das Ganze zu verdunkeln. Antrocknen lassen. Fertig. Durch Cremeprodukte. Es gibt auch in diesem Set noch zwei weitere. Es gibt die auch einzeln zu kaufen, glaube ich. Die kenne ich noch nicht. Die sind, glaube ich, jetzt neu dazugekommen. So mit so ein bisschen Schimmer kann ich mir auch schön vorstellen als Lip Liner. Und die Farbe Arrow Shine Sol. Oh ja, auch schön, den vielleicht einfach so ein bisschen rüber getupft. Ne? Also,
Mit diesen Nabla-Dingern kannst du sehr, sehr viel machen. Entweder als Lidschatten oder als Lipliner oder als Augenbrauenstift. Was du willst. Ich habe noch eine andere Palette bekommen. Und zwar von Liefel Cosmetics. Das ist ganz schön. Das ist die Level Up, glaube ich, heißt sie. Die ist halt bunt, ne? Die ist sehr, 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 sehr bunt. Liefel Cosmetics kennen wir aber. Sehr, sehr gute Marke. Ich gehe jetzt mal hier in den Ton Pixel. Und tupfe den hier einfach rüber für so einen Schimmereffekt. Nur ganz leicht. Oh ja, der hat so ein Duochrome, ne? Zwischen Rosa und Gold. Ja, ich würde die jetzt ungern viel benutzen, weil es jetzt einfach nicht zu dem passt, was ich machen wollte. Wenn ihr wollt, testen wir die nochmal. Ansonsten Liefel Cosmetics. Ich habe noch nie, wirklich noch nie ein schlechtes Produkt von Liefel Cosmetics gehabt. Noch nie. Augen sind sehr, sehr simpel. Ich will jetzt trotzdem nochmal einen Eyeliner ziehen. Ich glaube, ihr merkt es, wie sehr es mir diese Palette hier angetan hat. Ich gehe in den dunklen Braunton, mache den Pinsel flach, so spitz, ziehe mir jetzt einen Liner. Und wir sind good to go. Wahnsinnig krass. Also, das hätte ich nicht gedacht, dass mich diese Palette wirklich so umhaut. Weil du halt einfach alles damit machen kannst, ne? Nice. Nice, nice, nice. Dominique Cosmetics hat was Neues, glaube ich. Das sind die Pillow Soft Hydrating Stains. Lip and Cheek. Ich habe ihn jetzt hier in der Farbe Pink Dreams. Das sind ganz, ganz soft. Die sind so ein bisschen wie die von Essence. Wisst ihr, wie ich meine? Gibt es in verschiedenen Farben. Berry Soft und Hot Red. Berry Soft kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und es wird ein Testvideo, ne? Wir haben den All Lip Not Trip Liner. Der ist in diesem Lip Kit von Made by Mitchell mit drin. Da ist ein Lip Liner drin, der so ein bisschen meinen Namen schreit. Und zwar All Lip No Trip. Nee, Glad You're Here. Das ist ein sehr, sehr dunkler Braunton. Ja, krass. Also der Lip Liner ist gut. Schaut euch mal bitte meine Hand an, wie die aussieht. Ich nehme jetzt mal so ein bisschen den Lip Stain ab. Dass es alles ein bisschen reduzierter wieder ist. Aber ich glaube, ihr seht, also, was ihr braucht, ist definitiv die Mesauda Foundation und das hier. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt in dem Teil von Video, den ich nachdrehen musste, leider so rumkam. Aber dieses Ding, wenn du weißt, wie du es benutzt, hast du alles abgelöst, weil du halt, du brauchst nichts mehr. Du brauchst weder 10.000 verschiedene Farben von Concealern oder irgendetwas, sondern du kannst alles, was du hast, auch anpassen. Und dadurch hast du einfach eine sehr, sehr hohe Anzahl an Möglichkeiten, die du mit diesem Produkt machen kannst. Base gefällt mir sehr, sehr gut. Die Blushes haben mir auch ganz gut gefallen. Ich bin jetzt so ein bisschen traurig, dass ich die Palette von Liefel nicht so gut benutzen konnte. Die Nabla Cupid's Eyeliner kennt ihr mit Sicherheit schon. Sagen wir es mal so. Fassen wir es mal zusammen. Schaut euch einfach ein bisschen auf der Webseite um und denkt an den Code. Es ist gerade diese Black Week und es sind sehr, sehr viele Produkte stark reduziert. Nicht nur Make-up, sondern auch Pflege. Und da findet ihr bei Pure natürlich auch immer sehr, sehr viele Produkte. Aber wenn ihr mich fragt, Maxim, drei Produkte, die ich jetzt haben soll: Palette, Foundation. Ich kann mir das hier ganz gut vorstellen. Ich glaube, damit kann man noch ein bisschen was machen. Muss ich aber noch ein bisschen. Ja, nee, nein, wenn es den noch gibt, den hier. Den Nabla, den kennt er mittlerweile. Ich bin sehr gespannt, welche Produkte ihr euch ausgesucht habt. Schreibt mir das unbedingt. Ich wünsche euch den schönsten Abend, den ihr haben könnt. Oder den schönsten Tag. Seid schnell, bis die Foundation wieder weg ist, weil es hat letztes Mal, glaube ich, 20 Minuten gedauert. Passt auf euch auf. Fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.